Seine Feinheit, ich kenne die Ehepaar aus dem kühlen Keller im Zentrum 1950, als bedingungslos im Ort erkommen. Ich sage das mit dem kühlen Keller, weil außen haben wir jetzt, ich glaube, 34 Grad oder so. Wir haben ja also noch einen kühlen Kopf in der Sendung. Genau, noch, noch. Die Diskussion haben wir erst in der zweiten Stunde. Wir haben als dritten Gast heute den Daniel Lücken und er ist Ex-Soldat und das interessiert uns natürlich, wieso geht man da hin und wieso geht man dann da wieder weg, aber erzähl doch am besten mal selbst. Ja, ich habe eine etwas erklärungsbedürftige Karriere genommen, die in Deutschland jetzt noch nicht so publik ist, wie das in Amerika der Fall ist. Bei mir ging es vom Bundeswehroffizier zum Friedensaktivisten. Das kennen ganz viele Amerikaner unter dem Zeichen Veterans for Peace, also sprich Veteranen für den Frieden, die sich einsetzen. Und diese Veteranenkultur ist in Deutschland bisher nur in Form des Bund deutscher Veteranen vertreten, die sich aber eher für das Andenken einsetzen der getöteten Soldaten im Auslandseinsatz. Finde ich prinzipiell eine Möglichkeit, das zu tun. Aber die bisher nicht im Bereich Friedenspolitik aktiv sind. Und das ist ein Grund, warum ich mich in dem Verband auch nicht wiederfinde und warum ich gesagt habe, ich muss in den Bereich Friedensaktivismus gehen und mich da aktiv für aussprechen. Mhm. Insgesamt habe ich an 4 Auslandseinsätzen teilgenommen, 1 Auslandseinsatz in Kosovo und 3 in Afghanistan. Da ist auch eine Traumatisierung zurückgeblieben und an der habe ich jetzt seit über einem Jahr auch öffentlich gearbeitet. Öffentlich einfach, weil der Druck auf die Bundeswehr notwendig ist, endlich zu realisieren, dass in den letzten 10, 20 Jahren der Auslandseinsätze ganz viele Soldaten in diese Länder geschickt worden sind, die mit einer Berufskrankheit, so kann man es bei Soldaten durchaus nennen, zurückkehren. Die nennt sich posttraumatische Belastungsstörung. Die sind durch ihren Dienst, durch ihr Schaffen und Wirken im Ausland traumatisiert worden und kämpfen da immer noch mit, teils Jahre nachdem sie aus der Bundeswehr ausgeschieden sind. Darf ich mal fragen, was sind denn so für Erlebnisse wie bei einem Soldaten? Das ist sehr individuell. Die Bundeswehr bringt immer ganz gerne und auch die Medien bringen immer ganz gerne diese spektakulären Beispiele von Beschuss, von dem Erleben von Tod eines Kameraden oder von eben eigener Verwundung. Und das war bei mir der Grund, warum ich zunächst abgesagt bin. Ich bin 2008 aus der Bundeswehr ausgeschieden und hatte dann mit Symptomen und Problemen im Privatleben zu kämpfen, die ich gar nicht mehr mit der Bundeswehr in Verbindung gebracht habe, weil ich mich in diesen Beispielen nicht wiedergefunden habe. Was sind denn die eigentlichen Beispiele? Ist das dieses dauerhafte Angst haben dabei? Oder? Also bei mir äußerte sich das zunächst die Belastung oder die Traumatisierung in Depressionen. Ich fiel zum Beispiel immer wieder extrem in Depressionen, wenn im Auslandseinsatz Soldaten verstorben sind. Und ich habe im Laufe des letzten Jahres irgendwann begriffen, wo das herkommt. Und es kam aus einer Überlastungssituation, weil irgendwann in einem dieser Auslandseinsätze mein General zu mir gesagt hat, hey, Sie sind hier der Leiter einer Radiostation, die mehrere hunderttausend Leute im Norden Afghanistans erreicht. Draußen werden die Islamkarikaturen diskutiert, die islamische Welt ist im Aufruhr und brennt. Machen Sie Radio so, dass die Leute uns nicht die Lager überrennen. Und das war aufgrund meines damaligen Erfahrungsstands. Ich hatte sehr wenig Ausbildungszeit in Vorbereitung auf diesen verantwortungsvollen Job. War die Forderung schon sehr steil und definitiv zu viel. Und als ich aus diesem Einsatz zurückkehrte und keinerlei Zeit bekommen habe, mich mit den Erlebnissen auseinanderzusetzen, es ging unmittelbar weiter, war da eigentlich der Grundstein für die Traumatisierung gelegt. Wenn man sich dem aber nicht bewusst ist, wenn man keine Ahnung hat, dass einem das zunächst erst einmal auch mit Jahren Verzug erreichen kann, und dann auch die Symptome nicht rechtzeitig angeht und behandelt, dann verschlimmert sich das. Und es wuchs sich dann bei mir aus, dass ich halt im Zuge dieser, ja, es sind ja zwischen 2008 und 2011 immer wieder Soldaten in den Auslandseinsätzen getötet worden, beziehungsweise 2012 war der letzte. Und so haben sich bei mir dann auch die Depressionen immer weiter verschlimmert. Das ging dann so weit, dass ich nach den Vorfällen Ende Mai, Anfang Juni
2011 für 6-8 Wochen lang in Depressionen gefangen war, mich versucht habe abzulenken. Mein Mittel war massiv Sport zu betreiben. Also ich habe bei Temperaturen wie heute 34, 35 Grad meinen Rucksack aufgesetzt, habe mir 15 Kilo Gepäck reingepackt und bin in voller Montur 12, 15 Kilometer gelaufen. Einfach um den inneren Druck loszuwerden, den Kopf wieder halbwegs frei zu kriegen und das überhaupt erstmal zu begreifen, wo das herkommt. Da trug die Darstellung der Traumatisierung, wie sie einhergeht, die in den Medien immer wieder hochgezogen wird. Die Leute sind traumatisiert, die wir in den Medien sehen, gar keine Frage. Aber dadurch, dass ich mich mit diesen Erlebnissen nicht identifizieren konnte und dadurch, dass ich nicht begriffen habe, dass Trauma so individuell ist, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viele Kugeln verschossen worden sind, wie viele Tote ich gesehen habe. Das kann bei viel kleineren Anlässen kann ein Trauma ausgelöst werden. Und dadurch, dass das so von der Bundeswehr nicht vermittelt wurde und auch so in den Medien nicht diskutiert wird oder selten diskutiert wird, habe ich mich nicht wiedererkannt und habe mich auch zu spät in Behandlung begeben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in Behandlung gegangen bin, war die Ehe schon hinüber, unrettbar und somit bin ich nur noch zahlendes Mitglied in meiner vierköpfigen Familie eigentlich. Mit all dem musste ich lernen umzugehen und da habe ich dann gewisse Systematiken begriffen und ich habe auch gemerkt, dass mir die Friedensarbeit an sich hilft, einfach weil ich dadurch merke, ich kann einen Ausgleich schaffen für das, was während der Bundeswehrzeit entstanden ist. Und ein Teil meiner Aufarbeitung ist auch mit der Partei Die Linke verbunden. Einfach dadurch, dass ich ein Erlebnis aus dem letzten Einsatz hinterfrage, wo ich nicht sagen kann, dass mich das traumatisiert hat. Das hat mich eher wütend gemacht. Und es hat bei mir auch für eine Abkehr gesorgt. Ich hatte ursprünglich vor, Berufssoldat zu werden und innerhalb von 10 Jahren Bundeswehr, innerhalb von 4 Auslandseinsätzen, die ich absolviert habe, hat es die Bundeswehr auch fast geschafft, mir zu suggerieren und zu vermitteln, das, was wir hier tun, ist rechtlich einwandfrei und sauber. Ich habe halt in keinem dieser Einsätze Wesentliches gesehen, was ich kritisieren müsste. Ich habe auch den Darstellungen geglaubt, die ich vermittelt bekommen habe. Ich war völlig in der Blase. Gibt es also so ein Feindbild, was da von Ihnen vermittelt wurde? Oder wie? Nein, es wurde nicht direkt ein Feindbild vermittelt. Es wurde gesagt, ihr seid Soldaten einer Parlamentsarmee. Und ihr steht im Dienst unserer Parlamentarier und die haben sorgsam geprüft, wenn sie euch in Auslandseinsätze entsenden. Das habe ich im Kosovo so mitgetragen. Im Kosovo habe ich gesehen, es gibt zwei verfeindete Gruppen, die sich gegenseitig das Messer an die Kehle setzen. Die Bundeswehr kommt, stellt sich dazwischen und es ist Ruhe. Mit der Motivation im Hinterkopf, ich habe den Einsatz 2000, 2001 gehabt, ging es dann auch irgendwann 2005, 2006 nach Afghanistan. Und dann auch 2007, 2008 nach Afghanistan und eben im letzten Einsatz im September 2008, wo ich nochmal für 5 Wochen vor Ort war, da kam es dann eben dazu, dass ich vor Ort Zeuge eines Ereignisses wurde und wo ich dann bemerkt habe, was in der Bundeswehr-Pressemeldung steht, das ist irgendwie meilenweit von dem entfernt, was wir an diesem Tag gesehen haben. Darfst du es sagen, oder? Also ich kann über gewisse Aspekte reden. Konkret, es fand ein Raketenangriff an diesem Tag statt. Ich habe mittags die 2 Raketen detonieren hören beim Essen. Kurz darauf war Raketenalarm und dann ging es zurück in die Unterkünfte. Gegen Abend durfte ich dann die Unterkünfte oder die Bürocontainer, die gehärtet sind, kurz verlassen, um mein Personal, ich war im letzten Afghanistan auch wieder verantwortlich für afghanische Redakteure, um mein Personal dann zum Lagereingang zu bringen. Und am Lagereingang habe ich dann eben gesehen, wie abseits der Personenschleuse auf der Fahrbahn ein Afghane unter vorgehaltenen Waffen kontrolliert wurde. Und da muss ich davon ausgehen, dass es eben einer dieser Angreifer gewesen ist. Und
Ich habe mir da erstmal weiter nichts bei gedacht und habe mich nur gewundert, dass am nächsten Tag im Internet immer noch nur von zwei Raketen und einem Feuergefecht die Rede war, dass nichts vermeldet war, dass wir jemanden festgenommen haben und an dem Abend selbst auf dem Weg zum Lagertor fand auch Luftunterstützung statt, sprich Aufklärungsflugzeuge der Amerikaner waren in der Luft, die man immer durch sehr eigentümlichen Klang hören konnte. Das Feuergefecht ging bis in die tiefen Abendstunden. Und als dann mein Studienkamerad aus einem anderen Bereich, aus dem Stabsbereich, den Abend auf die Stube kam, meinte ich so lapidar, ja, was machten wir im Stab da von zwei Raketen und ein bisschen Feuergefecht, so ein Aufriss? Also wir hatten bis in die Morgenstunden Alarm. Ja, und da ging erst der Studienkamerad an die Decke, was? Wovon redest du? Ich sage, ja, das, was in der Pressemeldung steht. Nee, sagt er, das waren keine zwei Raketen, das waren acht. Und das war kein altes Material, das war ein neues Material. Und die haben auch sehr präzise geschossen. Ich sage, was heißt denn präzise geschossen? Ja, sagt er, das Lager ist in Planquadrate aufgeteilt, 200 mal 200 Meter. Und die Raketen gingen alle genau in einem Planquadrat runter. Und sie hatten halt einen Rechenfehler drin und jetzt kannst du dir ausrechnen, was die treffen wollten im Planquadrat darüber. Da war das Norweger Camp oder ist das Norweger Camp. Morgen kommt die norwegische Verteidigungsministerin zu Besuch. Das wäre natürlich das ideale Begrüßungsschießen gewesen, ihr Camp da zerstört vorzufinden. Und zu dem Zeitpunkt 2008 im September waren eben die Norweger die einzig kämpfende Truppe im Norden Afghanistans. Das muss man dazu sagen. Ja, und das Planquadrat links daneben, sagt er, das war das Betriebsstofflager oder ist das Betriebsstofflager. Wenn sie das getroffen hätten, wäre natürlich auch was los gewesen. Ich sage, ja, aber warum steht sowas nicht in der Pressemeldung? Warum wird sowas so grandios runtergespielt? Und sagt er, weiß er auch nicht. Er hätte es korrekt nach Deutschland weitergemeldet. Und ich habe dann das getan, was viele Whistleblower erstmal versuchen. Ich habe das versucht, auf dem internen Weg zu regeln. Ich habe meinen nächsten Vorgesetzten angesprochen, habe ihm das geschildert und habe um Klärung gebeten. Und der kam dann aus dem Stab zurück, aus der Stabsbesprechung und rief uns alle zusammen und sagte, es hat sich so zugetragen, wie es in der Pressemeldung steht. Punkt. Dann schaute er einmal in die Runde und jedem war klar, Klappe halten. Und zwei Tage drauf habe ich in einem persönlichen Gespräch mit dem sogenannten landeskundlichen Berater, das ist ein Soldat, der in Ethnologie geschult ist, der die Sitten und Gebräuche des Landes sehr gut kennt und der eben den ranghöchsten deutschen General, Soldaten vor Ort, in Sachen Umgang mit der Bevölkerung berät. Und der sagte mir, ja, mach dir mal um die Leute keinen Kopf, die sind einen Kopf kürzer gemacht. Ich habe dann gefragt, wie Kopf kürzer? Ja, sagt er, dieser Angriff war nicht mit den lokalen Kräften hier vor Ort abgeklärt, das durften die nicht und das hat zu Missfallen gesorgt und deswegen sind die den Kopf kürzer gemacht worden. Konkret ist es so, dass die Bundeswehr diese Leute zunächst festgenommen hat, beziehungsweise festgehalten hat. Das ist so ein rechtlicher Kunstgriff, wie man sich dann ein bisschen von Verantwortung entsagt. Und sie an die afghanischen Kräfte übergeben hat, an die afghanische Polizei übergeben hat, von der man eigentlich weiß, sie ist hochgradig korrupt. Einfach dadurch, dass diesen Polizisten nicht genug Sold gezahlt wird und sie eigentlich alle oder viele von ihnen einen Nebenerwerb haben, der dann im Waffenbereich oder im Drogenbereich anzusiedeln ist. Ja, und die genauen Hintergründe sind natürlich nicht bekannt, aber ich habe vor Ort geschildert bekommen, ja, die sind kopfkürzer gemacht worden. Man hat das afghanisch gelöst. Und das habe ich dann grummelnd zur Kenntnis genommen. Ich konnte mich ja erstmal vor Ort nicht wehren. Ich hatte ja auch keine Möglichkeiten, das weiter zu belegen. Und für mich war aber in dem Moment klar, selbst wenn ich noch zum Berufssoldaten ernannt werde, dazu bin ich nicht mehr in der Lage, das trage ich nicht mit, weil ich immer in dem Glauben hingegangen bin, ich bin Soldat, ich stelle mich schützend vor andere Menschen, gebe dann notwendigerweise dann mein Leben für, wenn es sein muss. Aber solche Dinge zu deckeln, solche Vorgänge zu deckeln, das kam für mich nicht in Frage. Und als dann
mit all den Problemen, die mir die Traumatisierung dann bereitet hat, wo das mit Sicherheit auch ein bisschen reinspielt, dass ich diese Lügen vor Ort live erlebt habe. Als dann 2012, Ende November, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung einen ganz großen Papiersatz an Unterlagen online stellte, nämlich die Unterrichtung des Parlaments von 2005 bis 2012 war das, glaube ich. Da bin ich dann natürlich sofort in diesen Tag reingegangen und in Kenntnis von dem, was da vor Ort stattfand, dann dort zu lesen, eine Rakete schlug ins Lager ein, eine Rakete vor dem Lager, eine Kompanie verlegte raus zur Aufklärung. Punkt. Das war die Information, die man an die Parlamentarier gab. Und da muss ich sagen, wenn das die Grundlage dafür sein soll, wie unsere Parlamentarier, die ja alle eine Gewissensentscheidung treffen, das ist ja keine Entscheidung, die eigentlich Fraktionszwang ist, das ist ja eine Gewissensentscheidung, diesem Auslandseinsatz zuzustimmen. Wenn das die Informationen sind, die man den Parlamentariern zur Verfügung stellt, dann ist natürlich klar, warum wir denken, da werden Brunnen gebohrt und Schulen gebaut, während längst geschossen wird. Und dann ist natürlich klar, warum keiner nachvollziehen kann, warum es Soldaten nach ihren Einsatzerfahrungen auf einmal so elendig geht, wenn sie zum Schweigen verdonnert sind und solche Missstände decken müssen. Und was mich dann jetzt zu dem Thema Montagsdemos hier hingebracht hat, ist eben, dass ich in meiner Funktion in Afghanistan Medienarbeit gemacht habe. Ich hatte dieses Informationsradio für die afghanische Bevölkerung zu betreiben und musste mich dann natürlich auch mit Propaganda auseinandersetzen, die man uns danach sagt. Also mir wurde immer gesagt, nein, wir machen weiße Propaganda, sprich wir berichten nur wahre Dinge und der Absender ist ganz klar und die Dinge, mit denen wir arbeiten, sind eben nur wirklich überprüft und wahr und wir lügen nicht, so wie es amerikanische Truppen mitunter tun, die dann sagen, naja gut, wir sagen, wir greifen im Norden an und warnen die Bevölkerung und in Wirklichkeit marschieren wir im Süden ein. Das war uns als Deutschen verboten und das habe ich auch geglaubt, dass das so ist. Mittlerweile bin ich mir nicht sicher, was ich da alles verbreitet habe, weil durchaus durch diese Einbettung ins Militärsystem es möglich ist, dass man von oben falsche Informationen als wahr suggeriert bekommt. Also ich hatte in meiner Dienstzeit, hatte ich mich sehr aktiv mit Propaganda, mit Sprachwahl und all diesen Geschichten zu befassen. Und wenn ich dann natürlich wesentliche Punkte wiedererkenne, die auch bei den Montagsdemos zum Tragen kommen, wie mit Worten umgegangen wird, wie Menschen durch Wortwahl zu einem bestimmten Verhalten angeregt wird, dann kann ich das nicht unkommentiert lassen. Gut. Da kommen wir in der zweiten Stunde gleich zur Diskussion. Das greifen wir wieder auf. Micha macht eine Musik, Rolf liest eine Satire vor und dann gehen wir in die Diskussion.